hat Sprünge in der rechten Hand. Nehmt einmal die rechte Hand in die Luft und spielt in der Luft 5, 3, 5, 3, 5. Es ist vielleicht etwas schwierig, wenn ihr den vierten Finger auslassen müsst. Nochmal 5, 3, 5, 3, 5, 4, 4. Noch eine zweite Übung. 4, 2, 4, 2, 4, 3. Macht mal mit. 4, 2, 4, 2, 4, 3. Gut gemacht. Wenn ihr das könnt, können wir die rechte Hand spielen. Das Lied der Kuckuck und der Esel beginnt auf die 4 im Takt mit der rechten Hand, mit dem fünften Finger auf dem G. 5, 3, 5, 3, 5, 4, 4. 4, 2, 4, 2, 4, 3. Einmal zum Mitspielen. Der fünfte Finger fängt an. Und E. Die untere Linie können wir
beginnt mit C, der rechte Daumen auf dem C, links ist der kleine Finger auf dem C. 1, 2, 3. Drücke auf Pause und spiele diese Linie 3 bis 5 Mal mit beiden Händen. Wenn du soweit bist, dann drücke auf Weiter. Wir spielen jetzt von vorne mit beiden Händen. Die Akkorde in der linken Hand klopfen wir wieder zuerst. Ich spiele die rechte Hand, ihr klopft in halben Noten.